Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Stranded Deep. Oder in meinem Fall Stirb langsam. Wir sind, so wie letzte Folge, aufgehört. 14.03 Uhr, 25,4 Grad. Keine Energie. Hunger und Durst haben wir nicht. Super. Ich muss gestehen, dass ich eine Aufnahme ohne euch gemacht habe. Beziehungsweise ich habe eine Aufnahme gemacht, die nicht rauskommen wird. Ich habe sie auch schon gelöscht. Ich bin darüber zu dem Schiff. Aber, weil wir ja noch bluten, ziehen wir die Haie an, wie nichts Gutes. Und der hat mich einfach mal so aufgefressen. Also nicht aufgefressen, aber er hat mich gebissen und dann wurde das Bild schwarz und dann ist das Spiel abgestürzt und dann war die Folge vorbei. Nach 4 Minuten. Also es ist erstmal eine sehr bescheidene Option, die wir haben, darüber zu schwimmen und die Sachen zu holen. Gut, viele von euch werden sagen, Alter Wöder, stell dich doch nicht so an. Nimm das scheiß Paddelboot und paddel rüber. Und dann kannst du die Sachen einsacken und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen oder was. Das Ding ist, wenn der Hai denn... Ah, warte, vielleicht falsch überlegt. Ich wollte sagen, wenn der Hai denn das Boot erwischt und das wegschiebt, weit raus aufs Meer, dann sind wir noch mehr am Popöschi, weil dann müssen wir hinterher schwimmen und die scheiß Gummimatratze hier wieder rausholen, oder nicht? Aber, woran ich jetzt gerade nicht gedacht habe, ist... Und zack, im Boot drin. Das ist auch automatische Ladung. Woran ich jetzt nicht gedacht habe, ist, dass der Hai ja nicht angezogen, nicht so stark angezogen wird, sage ich mal. Wenn wir nicht im Wasser sind und da alles vollbluten. Das ist natürlich ein Ding, da habe ich eben nicht dran gedacht. Also, wollen wir probieren? Wir steigen vorsichtig in unser Gummiraumschiff. Da ist der Hai, oder? Und voilà, zurück. Ich, ganz ehrlich, wenn der hier schon gleich in der Nähe ist, dann habe ich da ist er nämlich, dann habe ich da überhaupt keinen Bock drauf. Dann bleibe ich lieber noch eine Runde hier. Hier ist übrigens ein Stein, den nehmen wir mit, der ist immer hübsch. Das ist einer von den ganz guten. Guck mal, der leuchtet gelb, der fliegt durch die Luft, der kann eine Spirale drehen, der kommt zum Feuer. Das ist nämlich ein Feuerstein, das würde ja nicht leuchten. Also, dann nehmen wir noch 5 Stück von mehr. 1, 2, 3, 4 und hier noch ein. Dann können wir uns nämlich das Feuerdingens ausbauen. Keine Angst, ich habe nicht vergessen, dass wir kein Feuerzeug mehr haben. Aber, ja, was piepst du denn schon wieder rum? Ich weiß, Hunger und so. Aber in dem scheiß fucking Boot ist ein Feuerzeug drin. Da ist ein Feuerzeug. Da ist ein Feuerzeug und ein Eimer und, ne, und Vitamine und ein Motor vom Boot. Also, naja, dieses Engine-Teil zumindest. Und eine Taschenlampe, glaube ich, auch. Genau, das ist ja alles drin, ne? Und das müssen wir natürlich alles haben. Also, naja, scheiß auf die Taschenlampe, scheiß auf den Bootsmotor. Aber scheiß nicht auf das Feuerzeug. Das Feuerzeug ist wichtig. Wir müssen Feuer. Und ein Eimer ist halt auch echt ganz gut, weil da ist unsere Trinkversorgung auf jeden Fall schon mal gerettet. Werden wir uns einfach hier mal ja, schon mal anfangen, die Hütte zu bauen. Eine Nacht drüber schlafen. Und dann gucken wir mal, ob der Hai morgen immer noch da ist. Und wenn ja, na gut, dann riskieren wir es morgen halt. Aber einen Tag möchte ich gerne noch überleben. Weil Stranded Deep ist ja eigentlich ein ganz hübsches Spiel, ganz schönes Spiel. Macht auch echt Laune. Finde ich total toll. Aber nur wenn man überlebt. Wenn ich dauernd sterbe, ist das natürlich irgendwie schade. Ganz bescheiden. Überhaupt nicht lustig. Aber kann ich mir schon nicht sterben. Das Doofe ist bloß, dass die Uhr irgendwie voll was anderes sagt. Aber
Wer kann sich schon auf seine Uhr verlassen, oder? Wer weiß ja gar nicht, ob Sommer- oder Winterzeit ist. Vielleicht ist gerade Sommerzeit und die ist nur auf Winterzeit eingestellt. Dann haben wir eigentlich noch einen Balken Gesundheit, oder nicht? Wieso lege ich den nicht einfach da drauf? Die Dinger sollen doch da drauf landen. So. Gerade noch rechtzeitig. Hier sind noch 3 Steine sogar. Da fehlt uns dann ein Lashing und dann könnten wir auch schon einen Hammer bauen. Die Lashings hier sind noch nicht nachgewachsen. Aber durch meine... Ah, guck hier. Hier vorne ist die also. Juka. Und 2 Lashings. Oder ist hier hinten noch eine? Nee, ne? Gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt 2 Lashings. Können wir uns also einen Hammer craften und das Feuer auch nochmal aufrüsten. Guck, der Hai ist die ganze Zeit da. Als wenn er weiß, dass wir hier sind, oder? Er weiß das, glaube ich. Der hat voll Bock auf uns. Ja, schmeiß den Hammer genau da in die Mitte. Achso, Sticks brauchen wir auch. 1, 2, 3, oder? 3 Sticks und ein Lashing. 3 Sticks und Lashing. Und schon soll das sowas hier werden. So. Es ist dunkel. Es ist die Uhr am Piepen. Und die Palme wird trotzdem noch gefällt. Wir legen die wenigstens noch um, packen die dahin, sammeln die Kokosnüsse ein, die da runterfallen. Wenn denn welche runterfallen. Ins Wasser natürlich. Brauchen eine. Dann packen wir die mit zu unserem Crafting-Haufen. Und dann gehen wir einfach schlafen. Auch der beste Inselbewohner muss irgendwann mal schlafen. Und das werden wir jetzt machen. Gute Nacht. Entschuldigung. Boah, neuer Morgen. Neues Glück. Als allererstes gucken wir. Ist der Hai noch da? Ist der Hai noch in der Nähe? Oder hat er nachts irgendwie andere Beschäftigung gefunden? Das nächste Flugzeug. Nein, der Hai ist nicht in der Nähe. Es sind sogar 2 in der Nähe. Ich glaube, ich brech ins Essen. Sollen wir jetzt wirklich rausfahren? Sollen wir jetzt wirklich rausfahren? Ich habe eigentlich Angst. Ich fahre nicht raus. Düt. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Aber ich brauche doch das Feuerzeug hier. Düt. Was ist denn los? Ja, ist doch gut, ey. Wir sind tot. Fast. Das wissen wir doch. Das ist doch nicht so schlimm. Blub, ey. Ja, nimm mit. Nimm am besten alles mit. Weil ich habe keine Lust, nochmal wieder hier hinzugehen. So. Wir haben die Teile, genau das, was ich gesagt hatte. Und jetzt schnell wieder an Land. Ich habe überhaupt keine Lust, hier auf dem Wasser rumzuschippern. Das ist immer so gefährlich. Mit den dicken Fischen. Alter, und wir haben es geschafft. Ich bin echt heilfroh. Das Paddel lasse ich gleich da drin liegen. Das werden wir die nächste Zeit erstmal nicht mehr brauchen. Ach ja, die Axt hatte ich ja hier kurz abgelegt. Die Kugel nutzen. Können wir auch dahin. Das ist nämlich unser Essens. Ne? Und hier kommen so eine coole Sache hin wie der Motor, das Feuerzeug. Ne, das können wir doch einfach ins Feuer legen. Ach ja, das Seewasser. Füllt sich das langsam auf? Sieht's aus, als wenn er voll wird, oder?
Genau, das Seewasser. Vielleicht ist das ja das Erste, was wir da ranbumseln können. Um das zu kochen, oder? Seawater. Und dann zünden wir erstmal das Feuer mal an. Und dann haben wir bald Frischwasser. Ist ja genial. Dann können wir doch auch, kann man die schon wieder, nee. Dann könnten wir uns doch auch jetzt ein paar Krabben da hinlegen, die wir dann alle einzeln braten können. Und ist hier irgendwo eine Krabbenhochburg? Ja. Das sieht aber komisch aus. Die Brühe. Gedunk. Gedunk. Ja, Krabbenfleisch. Was ist denn das für ekliges Wasser auf einmal hier? Sonst noch irgendwo Krabbenlöcher? An Land? Seestern. Kann man auch Seestern essen? Wenn man zwei hat oder drei oder fünf vielleicht, dann ist es zwei oder drei oder fünf Sterne essen. Nimm mit. Nehmen alle mit. Guck mal, die ist schon gebraten. Die nehmen wir erst recht mit. Ach, shit. Nehmen die so mit. So. Ey, jetzt bist du schon wieder kaputt. Das ist doch gar nichts los hier. Also Wasser machen kostet wohl bisher lange, oder? So, Krabbe. Auch nicht immer die Achse werfen. Das hat doch alles keinen Sinn. Das Ding ist, kann ich den so rausnehmen? Nee. Das Ding ist, dass er immer alles auf einen Haufen packt. Ich könnte den jetzt natürlich wegwerfen. Ah, perfekt. Also, den behalte ich auch im Inventar. Das Feuer kommt dahin. Und ich könnte eine Krabbe da reinhängen. Bucket Seawater. Genau, und den anderen haben wir. Ey, ja, was ist denn, Mann? Ist doch nicht normal mit dir. Nur am Rumnerven hier. Ess doch Kokosnuss. Lecker Kokosnuss. Mal trinken. So. Ich weiß gar nicht, ob euch es aufgefallen ist, aber ich habe ein neues Aufnahmesetting. Das freut mich echt richtig doll. Leider habe ich auch einen Frosch im Hals. Das freut mich nicht so doll. Entschuldigung, ich muss mal eben. Oh Mann, tut mir leid, das müsste raus. Mein neues Aufnahmesetting, ich hoffe, damit ist der Ton um einiges besser. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Aber eigentlich denke ich, dass der Ton einigermaßen gut sein sollte. So, die gebratenen kommen erstmal dahin. Den nehmen wir mal ein und klöder da einen neuen rein. Und wir wollten Kokosnuss essen. Getrunken hatten wir ja schon. Ja, essen müssen wir natürlich noch was. Ess doch die Krabbe noch hinterher, oder? Ja, Kokosnuss und Krabben, das ist ein richtig exotisches Menü. Siehst du? Und dann können wir anfangen, unseren Haufen wieder zu vergrößern. Weil der hat ja schon langsam nachgelassen. Einen Hammer haben wir ja noch. Und dann fangen wir an. Wie heißt das? Foundations zu bauen. Foundations kann der Hammer ja. Definitiv. Wie es nachher mit den Wänden aussieht. Und so, das kann ich denn ja noch nicht sagen, aber Foundations kann der Hammer mal richtig gut.
Das musst du ja mal sagen. So, ich hatte gehört, dass die Krabbe wohl heil sein soll. Die leckere Krabbe. Gleich weglegen. Und gleich eine neue rein. Dass wir schon mal welche ein paar auf Vorrat haben. Wenn das Feuer sowieso noch brennt. Was soll der Geiz, oder? So. Ich mache die Folgen jetzt auch ein bisschen länger immer. Ich habe mir gedacht, immer 20 Minuten kommt wohl bestimmt ganz gut. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, bei so einem Spiel hier, da passiert in einer Viertelstunde nothing. Selbst 20 Minuten ist noch verwerflich. Godfather of Let's Play hat zu Anfang 40 Minuten gemacht. Und selbst da, wenn ich mir das manchmal angeguckt habe, dachte ich, wie jetzt schon zu Ende. Also, na gut, ist auch vielleicht was anderes, ne? Godfather of Let's Play kann man sich auch mal 40 Minuten geben. Mein Gelaber 40 Minuten auszuhalten ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber darüber will ich jetzt nicht reden. Das ist ja euch überlassen. Aber genau deswegen mache ich halt erst mal mit 20. Ihr denkt ihr, alter Schwede, wann ist die Folge endlich zu Ende? Wahrscheinlich schon. Was nun denn? Oh, spinnt doch nicht rum hier. So, alles gut. Nicht so hektisch. Was ist los? Die Palmwedel hier erstmal weg. Und die Stiggies. Hallo, Stiggy. Du schallst wieder auf den Haufen drauf. So, soll das gut ziehen. Und Stein, du auch. So, den Klabustermann hier auch. Den klären wir nochmal auseinander. Dann schnell zu der Krabbe. Ich weiß gar nicht, ob die auch verbrennen können. Aber eigentlich wahrscheinlich schon, oder? Die Krabbe müssen wir jetzt erstmal aus dem Feuer holen. So. Krabbe aus dem Feuer. Und hier hinschmeißen. Oh ja, Uhr. Es ist doch gut. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wenn einfach die Energie wieder hochgehen würde, wäre doch gar nichts los. Dann könnten wir doch dem, ne, und so. Aber nee. Die Energie muss uns ja einen Strich durch die Rechnung machen. Hier, bauen wir eine Foundation. Ja, klar, Foundation. Tatsächlich zeigt er echt nichts anderes an. Ich meine, man braucht ja auch nichts anderes, wenn man noch gar keine Foundation hat. Aber mittlerweile haben wir ja Foundation. Und damit sind die Stickies dann auch schon wieder leer. Vier Stück haben wir schon. Palmwedel brauchen wir ja nachher erst für die guten alten Wände. Ich gehe mal in die Richtung, weil die Krabbe wird ja jetzt bestimmt gleich fertig sein. Ding. Und ich glaube, mit diesem Ding werde ich die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr werdet wieder einschalten. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Zusehen. Besonders an die, die es bis hierhin geschafft haben. Vielen Dank, dass ihr mich supportet. Alles klar. Was soll ich noch groß Frieden schwingen, oder? Ich bin raus. Tschüss.